Liebe Frau Ma, lieber Herr Ma, sehr geehrter Herr Abgeordneter Wolf, sehr geehrter Herr Brützel, sehr geehrter Herr Weinersdorf als Vertreter des Rates, sehr geehrter Herr Schulmüller als Bezirksbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wenn etwas selbstverständlich ist, ist das eine Ehrung von Peter Ma, wo stattfindet, ich glaube alles andere. Er war verhindert am 3. Oktober, aber ich glaube, am 3. Oktober hätte er ins ferne Remscheid fahren müssen. Und ich glaube, es war ihm, Sie waren terminlich tatsächlich verhindert, aber ich glaube, es ist Ihnen ganz recht, dass wir das jetzt hier in Lüttenhausen machen. Ich glaube, das ist auch wirklich passend. Ich bin eben gefragt worden, auf welcher Basis denn die Bürgermedaille verliehen wird. Ob das etwas mit Verweilen 20 Jahre im gleichen Verein oder Ähnlichem zu tun hat. Nach dem Motto, man muss nur ein bestimmtes zeitliches Kontingent erfüllen und dann kriegt man eine solche Ehre. Nein, dem ist nicht so, meine Damen und Herren. Für die Bürgermedaille gibt es einige Hürden. Die erste Hürde, man muss sich in hervorragender Weise in dieser Stadt im ehrenamtlichen Bereich betätigt haben. Und zwar nicht nur 14 Tage, sondern schon eine gewisse Zeit. Zweitens, man muss vorgeschlagen werden, aus der Bürgerschaft heraus. Das ist, ich glaube, die nicht ganz so schwere Hürde, weil es gibt ja immer Menschen, mit denen die zu Ehrenden zusammenarbeiten und dann kommt es vor, dass dann jemand auch vorgeschlagen wird. Die dritte Hürde, und die ist nicht ganz einfach, es muss das Gefallen der politischen Vertreterinnen und Vertreter im Rat finden. Üblicherweise geschieht das einstimmig. Der Ältestenrat diskutiert und schlägt dem Rat vor. Und das sind, ich rede jetzt nicht von Herrn Ma, schon mal ganz interessante Diskussionen. Weil es natürlich zu den Persönlichkeiten, die in den letzten Jahren vorgeschlagen worden sind, auch schon mal die eine oder andere Meinung gibt. Aber ich kann Ihnen versichern, Herr Ma, dass bei Ihnen gab es keine Diskussion. Obwohl oder vielleicht auch gerade, weil Sie ein sehr streitbarer Mensch sind. Und im Rahmen Ihres Engagements im Heimatbund auch dem einen oder anderen schon mal kräftig auf die Füße getreten. Stichwort Blume. Aber zu einer Persönlichkeit, die Ihnen Spuren in dieser Stadt hinterlässt, gehört es auch, streitbar zu sein und auch klare Positionen an der einen oder anderen Stelle zu beziehen. Heute ist deswegen in mehrerlei Hinsicht eine besondere Situation, nicht nur, dass die Ehrung nicht am 3. Oktober, sondern heute und in Lüttringhausen stattfindet und nicht im Theater, sondern Sie sehen hier einiges vor mir liegen, denn wie der Zufall, nein, es ist kein Zufall, die Duplizität von Ereignissen es mit sich brachte, habe ich zwei Ehrungen vorzunehmen. Die eine, die höchste Auszeichnung, die die Stadt, der Rat in aller Regel vergibt, ist die der Bürgermedaille. Die zweite Ehrung ist nicht von mir vorgenommen worden, sondern von niemand Geringeren als dem Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Herr Steinmeier zeichnet sie heute auf Vorschlag des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Verdienstmedaille des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Wir gehen also gleich hoch. Bei solchen Ehrungen, da muss schon etwas Besonderes umgehen. Mit Sicherheit ist es der leidenschaftliche Lüttringhauser. Seit den 80er Jahren Mitglied im Heimatbund, 2004 durch den viel zu frühen Tod ihres Amtsvorgängers im Amt Vorsitzende des Heimatbundes bis 2017. Sie sind nach Ausscheiden aus dem Vorsitzendenamt, sind sie zum Ehrenvorsitzenden benannt. Eine Auszeichnung, die auch nicht jeder ehemalige Vereinsvorsitzende bekommt. Bei manchen Vereinsvorsitzenden sind die Mitglieder froh, so nach dem Motto, endlich ist er weg. Das ist bei Ihnen ausdrücklich nicht der Fall. Sie sind nicht nur leidenschaftlicher Lüttringhauser, sondern Sie haben auch Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen.
natürlich der ganze Stadtteil. Und innerhalb des Stadtteils bestimmt die Denkmal- und Kulturpflege, für die sie immer auch ein besonderes Augenmerk haben. Das Klarmachen wäre ohne ihren Einsatz und ohne das Engagement des Heimatbundes nicht in der Form so entstanden oder auch immer wieder gepflegt, wie es heute da ist. Das Kriegerdenkmal an der Stadtkirche. Wunderschön eingeweiht. Wir haben noch darüber gesprochen, dass das Gebäudemanagement auch die Anlage ordentlich in Ordnung bringt, damit das ein schönes Bild wird, damit die Eröffnung auch so ist, wie sie ist mit dem Goldenen Haar. Der Bandwerkerbrunnen. Wir waren als Stadt mal in der Situation nach Ratsbeschluss, dass wir mit dem Brunnen so nicht mehr weitermachen konnten. Und da gab es Vereine in unserer ganzen Stadt und hier eben auch der Heimatbund, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass der Brunnen nicht mehr da ist, sondern wir müssen schauen, dass er weiter bewirtschaftet wird. Und es ist Ihrem Einsatz in Ihrem Heimatbund zu verdanken, dass er auch weiterhin plätschert. Große Feste, die in Ihrer Amtszeit organisiert worden sind. 850 Jahre Kirchspiel in 2005. 100 Jahre Nüttringhauser Rathaus. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bitte korrigieren Sie mich, die Lampen, die hier hängen, sind aus dem Erlös der Bierglasbecher im Wesentlichen erwirtschaftet worden. Also kriegen Sie keinen Durst, wenn Sie nach oben gucken, aber da ist für was sehr Gutes getrunken worden, genauso für die Außenbeleuchtung des Rathauses. Auch die wäre ohne diesen Einsatz bei dem Fest nicht möglich gewesen. Und jeder von uns, der weiß, wie schwierig es ist, Spenden zu sammeln, für karitative Zwecke, für den Stadtteil, für bestimmte Themen. Der muss Respekt zollen, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Sie in Ihrer Amtszeit 180.000 Euro an Spenden eingenommen haben. Durch Ansprache, durch Engagement, durch Mitmachen, durch Mitwirken, eine Summe, die ist unvorstellbar. In wenigen Tagen ist der ideelle Weihnachtsmarkt. 43. Eine Pflichtveranstaltung, nicht nur für jeden Oberbürgermeister, sondern eine Pflichtveranstaltung eigentlich für jeden, weil es eine wunderschöne Veranstaltung ist. 2012 sind Sie mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet worden des Landschaftsverbandes. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch diese Ehre kommt vielen Menschen nicht zugute, obwohl sie sich engagieren. Sie haben nicht aufgehört, sich einzusetzen. Sie sind heute immer noch im Naturschutzbeirat. Entsprechend, ich lese das noch gelegentlich, wenn ich mir die Protokolle anschaue, auch da nach wie vor eine deutliche Sprache. Das ist auch richtig so. Deutliche Sprache, wenn ich an die Denkmalbereichssatzung denke. Das war auch ein dickes Brett, was Sie gebohrt haben, aber auch durchgesetzt haben. Meine Damen und Herren, wenn ich den Bogen schlage, zurückkehre zu der Frage am Anfang. Eine solche Ehrung wird ausgesprochen für Menschen, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben, in herausragender Weise. Herr Mahr, Sie haben das, ich denke, das habe ich ausführlich dargestellt, aber Sie wissen das auch alle, sich wirklich um Lüttringhausen. Und ich bin so mutig, obwohl ich in Lüttringhausen bin, damit um die gesamte Stadt sehr verdient gemacht. Deswegen freue ich mich sehr, Sie heute mit der Bürgermedaille der Stadt Remscheid auszeichnen zu dürfen. Und darüber hinaus auch eben mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Und darf Sie deswegen bitten, jetzt zu mir. Die Stadt Remscheid verleiht aufgrund eines Beschlusses ihres Stadtrates Herrn Peter Mahr die Bürgermedaille in Würdigung herausragender Verdienste um das Gemeinwohl. Remscheid, den 22. November 2019, mit zwei Unterschriften, immer der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied, in diesem Falle der Landtagsabgeordnete Herr Nettekofen, und meine Wenigkeit. Lieber Herr Mahr,
Es ist mir wirklich eine große Freude, Ihnen diese Urkunde und damit diese Ehrung überreichen zu dürfen und darf Ihnen im Namen des Rates und der Verwaltung, die kennen Sie ja gut, ganz, ganz herzlich gratulieren. Sie haben sich nun wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt gibt es einige Fotos und dann gibt es noch die Anstecknadel. Die eine haben wir schon mal. Dazu gehört, dass ich Sie bitte, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Eine ganze Seite für mich. Nur für die Arme. Toll, Sie sind der Einzige, der heute geehrt wird. Wir können das mit viel Platz machen. Wunderbar. Dann haben wir das Erste. Dann sind wir auch noch nicht durch. Aber ich darf Ihnen noch die Bürgermedaille überreichen. Die gehört auch noch mit dazu. So, jetzt. Gleich muss ich den dritten Arm rausholen. Das wird spannend. Legen Sie ruhig ab. Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Peter Mahr, Remscheid, die Verdienstmedaille des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, den 9. August 2019, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir nicht durch. Sollen wir die noch machen? Bisher hatte ich nur keine was auf. Eine doppelte Auszeichnung, die Bürgermedaille der Stadt Remscheid und gleichzeitig die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist ungewöhnlich, aber keinesfalls unangemessen. Sicherlich hat auch der Zufall eine Rolle gespielt, dass die Entscheidung über die Verleihung der beiden Auszeichnungen zeitlich nicht weit auseinanderlagen, sodass heute zwei Ehrungen zusammengefallen sind. Es mag sein, dass man in der Einordnung oder dass in der Einordnung für manchen der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland über der Bürgermedaille der Stadt steht. Für mich sind sie gleichwertig, gerade dann, wenn man dein Wirken hier vor Ort im Blick hat. Du hast den Verein geprägt, ihm ein Gesicht gegeben wie kaum ein anderer. Es ist ein Bürgerverein, der sich den Interessen der Allgemeinheit in unserem Lüttringhausen einsetzt. Er vertritt die Belange der Lüttringhauser Bürgerschaft, so die Satzung, und setzt sich nachhaltig für alle gemeinschaftlichen Aufgaben Lüttringhausens ein. Das ist schon ein hoher Anspruch. Das Wirken ist also auf die Stadtgemeinschaft gerichtet. Es ist kein Handeln, das nur nach innen wirkt. Suche das Wohl der Stadt. Denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl, so hieß es schon vor über 2500 Jahren beim biblischen Propheten Jeremia. Und so hast du auch dein Engagement begriffen. Und es hatte viele Facetten. Aber die Schilderung und Würdigung eines solchen umfangreichen Wirkens und Lebens muss immer unvollständig bleiben. Lieber Peter, für unser Lüttringhausen und der Oberbürgermeister hat eben zu Recht darauf hingewiesen, auch für die gesamte Stadt Remscheid hast du dir hohe Verdienste erworben. Deshalb bist du heute mit den beiden Auszeichnungen vom Oberbürgermeister der Stadt und vom Bundespräsidenten zu Recht geehrt worden. Hierzu von mir persönlich, aber auch im Namen der Mitglieder der Bezirksvertretung Lüttringhausen die herzlichsten Glückwünsche. Dir und deiner Familie eine gute und glückliche Zeit im verdienten Ruhestand. So, auch für den Heimatbund darf ich dann ein paar Worte sagen. Ich glaube, lieber Peter, liebe Marianne, liebe Anwesenden, wir beide sind wahrscheinlich die ältesten Mitglieder im Vorstand. Peter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du 39 Jahre im Vorstand.
Ich bin allerdings in Methusalem mit 42 Jahren im Vorstand. So, in Lüttringhausen, aber auch in Remscheid, bei vielen öffentlichen und privaten Institutionen und Vereinen, sowie bei den Lüttringhauser Bürgern, ist Peter Mahr bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Geachtet und respektiert, aber auch von vielen oder einigen angefeindet. Das bringt sein energisches und erfolgreiches Engagement zum Wohle Lüttringhausens einfach mit sich. Peter Mahr ist ein Kämpfer für seinen geliebten Heimatort und hat hier unglaublich viel bewirkt, was für Lüttringhausen und seine Bürger förderlich ist und ein Stück lebens- und lebenswerter macht. Cheforganisator des Heimatbunds. Also zunächst einmal möchte ich natürlich ganz herzlich für die wirklich lieben und anerkennenden Worte bedanken. Und ich sehe keinen Grund, diesen Ausführungen zu widersprechen. Auf eine Höhe.